Und damit, meine Lieben, willkommen zurück zur nächsten Folge Wyrmwood Teil 2. Wir hatten hier letztens so ein bisschen Probleme gehabt. Wir hatten Victor verloren durch den Assassinen, Kuba leider auch. Oh, und wir haben gar keine Munition hier gerade ausgerüstet. Ist natürlich nicht so geil. Ich guck mal, dass wir das Sienna hier nichts abbekommt. Zumindest versuche ich das mal hier schön. So, vielleicht können wir auch die, jawohl, die Dingens hier wegholen. Aber ja, nur mit Schild und Axt sind wir halt nicht so wirklich stark unterwegs. So, Rückgrat haben wir. Wir können nochmal schön nachladen hier. Und gucken, dass mit der Assassine da weg ist, genau. Ich gehe hier lang, weil ich habe vorhin auf der anderen Seite Plague Monks gesehen und ich denen nicht so gerne entgegenkommen will. Und da sind Stormwürmer, die wir umgehen können. Ich bekomme sogar Munition. Das wäre doch mal was Schönes. Hilfe. Ah, okay, da hinten ist ein bisschen was. So, dann gehen wir nach hier und halten die hier alle so ein bisschen. So, solange wir keinen Schaden bekommen, ist alles in Ordnung. Okay, sehr nice. Denn unser Passiv kann uns hier auch richtig gut nochmal den Hintern retten, wenn hier, wenn es schlimm auf schlimm kommt. Zumindest was hier Specials angeht. Ah, jetzt ist der natürlich weg. So, Sienna ist da oben. Ich sehe da oben schon wieder einen Stormwurm. Das sind diese Plague-Katapulte. Oh, sehr nice. Gruber ist hier. So, ich warte noch eine Sekunde, damit wir hier schön einen Kopfschuss bekommen. Und dann gehen wir mal schnell zu Gruber. Vielleicht kommt jetzt ein Monster. Ich riskiere es einfach. Es tut mir leid. So. Irgendwo gibt es eine Patrouille. Das kann ich jetzt aber nicht ändern gerade. Ich kann aber voll hier ins Gas reingehen. Und die Gasratten wegholen. Das ist jetzt nicht so schlimm, wenn ich irgendwie ein bisschen Schaden bekomme. Aber Victor hat die schon hier gut weggeholt. So, okay. Wir haben schon mal hier ein paar weggeholt. So, das ist ganz gut. So, noch ein bisschen mehr. Und noch ein bisschen mehr. Okay, gut. Wir haben noch ein bisschen mehr weggeholt. Ich lade nochmal hier nach, ob wir ein bisschen Schaden bekommen. Aber ja, für sowas habe ich ganz gerne den Stärketrank und so da. Ich hoffe, dass es da hinten den... Uiuiui, das tat gut weh. Dass es dem Victor und so ganz gut geht, wenn ich ehrlich bin. Und ich fokussiere mich gerade hier echt nur auf die Plague Monks. Denn die machen hier am meisten Schaden. Die sind ja gefährlicher als Stormwürmen, weil Stormwürmen machen auch Schaden, aber greifen wenigstens noch relativ langsam an. So, vielleicht kann... los, Victor, du schaffst es. Ich glaube, Victor hängt auch nochmal irgendwo fest, der Arme. Aber das kann ich jetzt nicht ändern. Ich versuche irgendwo ein bisschen Munition zu finden, aber... Hinten tue ich keine Munition gerade. Einen Schuss haben wir noch, das ist ganz gut auch. Der Stormwürmen ist sogar schon hinüber. Na, Victor wird hinter uns gleich spawnen, im schlimmsten Fall. Okay, huiuiui, das war mir wieder ein bisschen zu knapp gewesen. Ich glaube, es war eine sehr gute Idee, hier Eisenbrecher zu spielen. Sonst wäre das hier echt nochmal deutlich übler geworden. Wir können gut was aushalten. Wir sind da, um die Frontline ein bisschen zu verteidigen. Müssen aber trotzdem aufpassen, dass wir nicht von einem Overhead getroffen werden. 300 Schaden sind immer noch 300 zu viel. Aber naja, das ist halt so. So, hier sind ein paar runtergeschubst. Da sind die anderen. Perfekt. So, ich habe schon irgendwo gehört, Chaos Warrior. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wo der Chaos Warrior ist, aber mich würde das nicht wundern, wenn der hier irgendwo gleich um die Ecke kommt. Da hinten ist eine Hookrat. Ich gehe mal ganz kurz genau deswegen nach da hinten. Oh, Victor, ich komme zu dir, mein Freund. So, ich gehe nochmal ein Stück zurück. Und jetzt haben wir natürlich hier eine Dingens. Rattling und eine Welle. Muss so sein, natürlich. So, wir holen mal schnell Victor hoch. Jawohl. Dann nutzen wir vielleicht die Welle und die Rattling, um die andere Rattling hier wegzuholen. Das können wir an sich machen. Okay, und dann gehen wir hier ein Stück zurück. Sobald die Mates spawnen, können wir vielleicht genau hier loslegen. Oh, die sind so weit weg. Verdammt, das ist natürlich nicht so schön. Die Rattling hält das Special Cap hoch. Das ist das Gute. Das heißt, wir müssen uns darum gerade nicht kümmern.
Und ich wollte eigentlich ja sagen zu dem, was sie meinten. Waschen wollte ich an sich nicht, aber ich glaube, es ist wirklich vielleicht die beste Idee. Ja. Es ist Zeit, Speed zu geben, ein bisschen hier. Vielleicht wird das nix, vielleicht wird das was. Ich weiß nicht so recht. Aber was ich mal mache, ist ein Fass hier hin. Das hier umlegen, das brauchen wir nämlich später. Das finde ich zumindest ganz wichtig, dass wir das später brauchen. Und dann müssen wir mal ein bisschen Gas geben hier. Gibt's hier Munition? Gibt's hier Munition? Ah, nee, gibt's nicht, aber ich kann hier dann wieder Dings trinken. Ja, da kommt die Hookratte, da müssen wir aufpassen. Das ist alles in Ordnung jetzt hier. So, ist noch alles in Ordnung. Wir haben gleich unseren Dingens hier. So, wir dürfen nur nicht getroffen werden. Wenn wir nicht getroffen werden, ist alles in Ordnung. Es ist alles in Ordnung, es ist alles in Ordnung. So, irgendwo ist da eine Hookratte. Wir sind aber noch nicht getroffen worden. Da kommt sie. Jawohl, haben wir. Alles in Ordnung, alles in Ordnung, alles in Ordnung. Alles in Ordnung. So, da hinten ist die Rattling. Die wird uns noch mal ein bisschen helfen für ein paar Sekunden. Jawohl. Genau, hol hier noch ein bisschen was weg, Rattling. Hilf uns noch ein bisschen. Wir haben gleich unseren Dingens hier wieder. Wir gucken mal, dass wir hier nichts bekommen. Keinen Schaden bekommen. Wenn wir keinen Schaden bekommen, werden wir die Hookratte überleben. Dann wir gehen kurz nach hier. Wir schubsen noch mal ein bisschen. Ich weiß jetzt nicht, wo die Dingens ist, wenn ich ehrlich bin, die Hookratte. Mal gucken. So, da kommt die Hookratte irgendwo. Guck mal hier. Jawohl. Und jetzt müssen wir pushen. Jetzt müssen wir die hier schnell wegholen. Okay, gut. Doppelte Hochratte. Okay, das war ein bisschen zu gefährlich. Wir haben jetzt hier das Schlimmste geschafft. Da ist ein Stormwürmer unten. Hier sind nochmal zwei weitere unten. Oh, ich würde gerne hier hoch. Verdammt nochmal. Huiuiui, dankeschön. So, oh, Munition. Oh, ja, jawohl. Jetzt haben wir ein bisschen bessere Chancen. Wir können gleich nochmal ulten und ein bisschen heilen. Das können wir machen. Das ist nicht so das Problem. Ah, verdammt. Okay, vielleicht können wir nicht heilen. Vielleicht geht das gerade nicht. Vielleicht geht das gerade nicht. Okay, wir waschen jetzt einfach. Hopp, hopp, hopp. Wir können uns vielleicht nochmal hier beim Runterspringen nachladen. Das ist vielleicht nochmal möglich. Und den spare ich mir auf. Ich werde den jetzt nicht nutzen, den Trollhammer. Denn vielleicht... Ich hole mal Victor als erstes hoch. Denn vielleicht brauchen wir den gleich nochmal. Also wir laden jetzt hier nach, während wir hier wunderbar die Mates hochholen. So, okay, perfekt. So, und jetzt schießen wir einfach hier raus. Das ist alles in Ordnung. Einfach nur feuern. Einfach rausfeuern. Das ist alles egal. Das ist alles egal. Okay, ich kann Victor hochholen. Victor sage ich Gruber. Und den Rest kann ich jetzt hier auch wegdrücken. So. Ja, die Rattling kann ich jetzt... Da kann ich mich nicht drum kümmern. Aber ich muss sagen, mit der Hookratte hatten wir Glück. Ich dachte nicht, dass das noch eine zweite Hookratte da natürlich war. Aber natürlich war das noch eine zweite Hookratte. So. Ich möchte jetzt auf jeden Fall nochmal die Munition hier mitnehmen. Und den Stärketrank. Huiuiui. Dann lade ich mal schnell nach. Und dann gucke ich mal, dass ich hier Kuba heilen kann. So, Kuba. Ist in Ordnung, wenn wir getroffen werden. Ist nicht so schlimm. So ein kleiner Gegner kann uns nicht so wehtun. Nur die ganzen Eliten und so. Okay, gut. Wir haben das Schlimmste jetzt schon mal hinter uns. Das ist sehr, sehr nice. Ich schnapp mir auch ein Dingens hier. Und dann holen wir uns eine Bombe, würde ich sagen. Eine Bombe würde ich mir mal schnell holen. Ich kann jetzt auch mal was kurz gucken. Weil es gab hier die Möglichkeit, manchmal da hochzugehen durch die Tür, aber können wir natürlich nicht. Aber das ist eine Möglichkeit, das können wir manchmal machen. Ich weiß nicht, was dafür die Bedingungen sind. Aber manchmal kann man durch die Tür da oben gehen beim Turm. Ich habe nur jemanden mal gesehen, wie er irgendwie hier rumsteht.
irgendwie so an der Tür hier rumsteht, dann steht er hier oben an der Tür rum. Und dann geht irgendwie die Tür da hinten auf, aber ich weiß nicht, ob das so wirklich wahr ist. Ich glaube, das ist eher so Einbildung. Aber gut, wir sind jetzt bei der Kanone oben. Ist die Tür jetzt offen? Oder ist da immer noch eine Tür? Ich bin mir da nicht so sicher, wenn ich ehrlich bin. So, aber ich würde jetzt mal wirklich zur Kanone gehen. Und immer wenn sie uns angreifen, schubsen wir sie ein bisschen weg. So, wieder ein bisschen Dingens machen. Oh, perfekt. Da oben stehen auch wieder ganz viele Stormwürmer. Die würde ich ganz gerne nicht angreifen. Ich würde gerne wissen, wie wir die Tür hinten aufbekommen. Ist übrigens nichts Besonderes. Wir können irgendwie da hoch, Leiter hoch auf den Turm und dann auf die Barrikaden gehen da, auf die Mauer. Aber ich weiß nicht, ob oder wie die aufgeht. Ich glaube, ich weiß gar nicht. Victor war jetzt gerade da unten gewesen. Hm. Okay. Oh, natürlich nochmal schön getroffen hier. So, ich habe einen Trollhammer für euch. Ich habe nochmal einen Trollhammer hier für euch. Habe ich schon gesagt, dass ich nochmal einen Trollhammer habe. So, ich lade nochmal schön nach hier. Ich werde nämlich gleich hinten Munition schnappen. Das ist mir relativ egal da oben. Also da oben wird es mal Munition geben. Und dann holen wir mal die Kanonenkugel. Oh, ist schon wieder über ein Jahr her oder so, wo ich mit einem Freund hier die Map gespielt habe. Er sagt immer Kanugel zu Kanonenkugel. Ich weiß auch nicht warum, aber ich find's gut. So, okay, dann holen wir mal schnell unsere Kanugel da hinten. So, du kriegst hier auf jeden Fall was von mir. Und du auch. Irgendwo gibt es eine Assassine, aber ja genau, die Tür meine ich. Die ist manchmal offen. Laut irgendwas. Ich kann mich jetzt kurz mal hier heilen, wenn ich böse bin. Assassin kommt auch irgendwo da hinten lang. Jawohl. Wir können in der Theorie auch hier rüber gehen, oder? Jawohl, dann sparen wir uns ein paar Meter Weg. Oh, und natürlich, die Stormwürmer sind natürlich hier alarmiert. Muss ja natürlich so sein. So, okay, gut. Ah, natürlich kommt ja nochmal das Plague-Katapult an. So, wir schubsen den mal hier ein bisschen zusammen, damit wir hier zwei auf einen Streich bekommen. So, du kriegst ja auch nochmal ein Dingens hinterher. Ich weiß gar nicht, ob wir die auch aufschließen können, die Tür da hinten. Ich glaube nicht. So, aber Festung Braxenbrücke ist jetzt geschafft. Hat viel zu lange gedauert, viel zu viele Versuche, wenn ich ehrlich bin. Die Tat ist auch echt teilweise Cancer. Wir können jetzt hier gemütlich weggehen. Mit gemütlich meine ich, wir trinken mal hier schön den Stärketrank. Und werfen mal eine Bombe nach da. Und jetzt schieße ich hier mit dem Trollhammer nochmal schön raus. Ja, Ult raus und dann mache ich ein bisschen mehr Schaden machen. Ja, ich finde es schade, dass wir das einen Stärketrank nicht bekommen haben, wo wir es gegen das Monster gekämpft haben. Das wäre schon nochmal richtig cool gewesen. Damit hätten wir nochmal richtig Schaden machen können, aber ich glaube, Gruber hat es dann runtergeschubst. Wer auch immer es runtergeschubst hat, es war genial gewesen. Aber es müsste eigentlich Gruber gewesen sein. Oh, wir haben auch eine Bombe. So, du kriegst ja auch nochmal einen Trollhammer ab. Oh, ich habe noch nicht mal getroffen. Okay, so viel dazu. Aber ja, wir haben die Map hier geschafft. Die war schlimm genug gewesen. Oh mein Gott, das war echt schlimm. Und diese ganzen Hochratten da gerade eben, wo ich in die Ecke hing. Ich wollte eigentlich vielleicht ganz durchrennen, aber es war dann im Endeffekt doch besser gewesen, wirklich in die Ecke zu gucken. Ich habe die Hoffnung gehabt, da Munition zu finden. Gab es leider nicht. Der Liedertrank hat nochmal geholfen. Keinen Schaden zu bekommen hat nochmal geholfen. Aber es ist auch direkt zwei Hochratten kommen, ist auch wieder so besonders. Ich glaube, wir hatten ja insgesamt drei Stück in der Ecke. Wir hatten drei Stück, zwei Rattlings. War mal wieder gut was los. Und hier Sienna und Kuba hat es halt irgendwie erwischt. Ich weiß nicht, Overhead, vielleicht ein Slash. Aber ein Slash mit 100 Leben ist halt genug, um einen wegzuholen hier mit deren Tat und so. Aber ja, wir haben es als Team jetzt geschafft. Sehr nice. Ich hoffe wirklich, dass es ein Deed-Rework irgendwann gibt, aber wir werden es sehen. Ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat und ja, bis zum nächsten Mal und tschüss.